So, dann willkommen zurück zur zweiten Runde jetzt. Der Christian Schneider wird uns jetzt etwas erzählen, wie die Universität Koblenz-Landau das Content-Management-System Plon im Einsatz hat, welche Probleme aufgetreten sind, die Erfolgsstorys und so weiter. Viel Spaß. Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich möchte in den nächsten Minuten einen ganz kurzen Überblick geben, wie wir innerhalb der Universität Plon im Einsatz haben und ja, was wir so machen damit. Erstmal ganz kurz zu meiner Person. Christian Schneider ist mein Name. Ich habe den schönen Titel CMS-Beauftragter innerhalb unserer Universität. Und zu meinem Werdegang: Ich habe 2000 bis 2006 in Koblenz an der Universität Computervisualistik studiert. Computervisualistik ist ein Informatikstudiengang, interdisziplinär aufgebaut mit einigen Elementen aus Grafik, Design, aber auch Psychologie, Philosophie und so weiter. Schon während meinem Studium habe ich als ja, Student in einem Forschungspraktikum so die ersten Kontakte mit SOAP gehabt. Damals ging es darum, im Fachbereich Informatik den Aufbau von einer Literaturdatenbank zu unterstützen. Nach meinem Studium 2006 war ich tätig in einem europäischen Forschungsprojekt. Dort ging es um den Aufbau von einem Wissensportal im Kontext von Bürgerbeteiligung. Unser damaliger Partner aus Dänemark hatte für die Projektwebseite ein Plon-System auch schon genutzt. Und wir haben uns dann auch in dem Projekt entschieden, weiterhin auf der Plon-Basis zu bleiben und auch das Wissensportal dort aufzubauen. Im Jahr 2008 habe ich dann innerhalb der Universität gewechselt und bin halt auch heute immer noch auf der Stelle des CMS-Beauftragten als wissenschaftlicher Mitarbeiter, dort direkt dem Präsidenten der Universität unterstellt und nicht irgendwie in einem Rechenzentrum eingegliedert. Arbeite sehr eng mit ja, mit der Öffentlichkeitsarbeit eigentlich zusammen. Worüber spreche ich jetzt eigentlich? Vielleicht kennen Sie die Webseite unikoblenzlandau.de, unsere zentrale Webseite von der Universität, über die ich jetzt in den nächsten Minuten dann einfach noch sprechen werde. Wer ist die Universität Koblenz-Landau? Wir sind so die jüngste Universität in Rheinland-Pfalz, 1990 gegründet aus erziehungswissenschaftlichen Hochschulen in Koblenz und in Landau. Haben 8 Fachbereiche. Der Schwerpunkt im Studium liegt eindeutig auf der Lehrerausbildung. Also wir haben ungefähr 75 bis 80% der Studierenden in dem Bereich. Der Rest in der Informatik und in Landau in der Psychologie. Die Forschungsschwerpunkte der Universität sind die Informatik und in Landau die Umweltwissenschaften. Und da sich unsere Universität immer in 3 Säulen präsentiert, noch die Weiterbildung durch das Zentrum für Fernstudien und universitäre Weiterbildung. Ein paar Zahlen, Daten und Fakten. Wir haben 13.000 Studierende, circa 1000 Mitarbeiter und die Besonderheit innerhalb unserer Hochschule, die sich auch später dann eigentlich so auf den Webseiten wiederfindet, ist eigentlich die regionale Lage. Das verdeutlicht man am besten immer über eine kleine Karte. Wir sehen oben im Norden von Rheinland-Pfalz Koblenz und unten südlich gelegen dann Landau. Luftlinie 140 Kilometer. Man ist also nicht mal schnell in der anderen Stadt. Und in der Mitte Mainz, ungefähr auf Höhe von Frankfurt hier auf der Karte dargestellt, ist halt unsere zentrale Verwaltung, das Präsidialamt in Mainz. Es gibt so ein paar Gerüchte, ich habe noch keinen Fall selbst erlebt, aber dadurch, dass wir uns Universität Koblenz-Landau nennen, gibt es wohl Studierende, die schon mal gefragt haben: Ja, ich würde gerne einen Kurs oder eine Veranstaltung in Landau besuchen, wo ist denn der Stadtteil in Koblenz? Kommt wohl schon mal vor. Plon als Erfolgsstory: Ich habe es mal mit einer Frage oder als Frage hier einfach formuliert und möchte in den nächsten Folien einfach so ein bisschen versuchen, die Antwort mal dazu geben, wie wir innerhalb der Universität das Ganze betrachten.
grob der Überblick. Wir sind eigentlich seit dem Jahr 2003 irgendwie in dem Themengebiet unterwegs, haben dann einige Meilensteine zwischendrin und Jahr 2012, wir sind immer noch auf Plone. Die erste Phase in der ganzen Entwicklung war so ein bisschen die Planungsphase über die Jahre 2003 bis halt 2006 hin mit einigen entscheidenden Punkten dann halt auch immer. 2003, ich habe eben in der Einführung schon mal ganz kurz gesagt, der Fachbereich Informatik hat damals ein zentrales Content-Management-System eingesetzt auf der Basis von SOAP. Der Fachbereich hatte immer schon ein einheitliches Layout, aber mit statischen Seiten, die halt nicht wirklich handelbar sind. Und man hat halt 2003 SOAP eingeführt. Währenddessen oder während der Einführung ist in verschiedenen Gremien dann auch immer wieder diskutiert worden, können wir nicht ein zentrales System für die Gesamtuniversität schaffen. Die Idee wurde sehr unterschiedlich eigentlich gehandhabt. In Koblenz war man relativ schnell dafür und hat gesagt, okay, egal was die Universität macht für den Campus Koblenz, versuchen wir das jetzt einfach mal auf die Beine zu stellen. Draus geworden ist halt nie was, sondern 2005 hat es dann einen Beschluss im Senat gegeben, wo festgelegt wurde, ja, wir führen jetzt mal ein zentrales Web-Content-Management-System ein. Es hat danach halt dann auch eine Ausschreibung gegeben und der Auftrag für das Layout ist halt an eine Agentur gegangen mit verschiedenen Vor- und Nachteilen. Also der größte Nachteil ist eigentlich so, dass man nicht einen Auftrag vergeben hat, um das Corporate Design, sage ich jetzt mal, zu schaffen, sondern man hat einfach nur gesagt, wir wollen eine Online-Präsenz und genau für diesen Baustein wollen wir halt eben jetzt unser Layout, unseren Auftritt halt eben haben. Mittlerweile wissen wir, dass unser Layout vom Web sich auch in anderen Elementen wiederfindet. Also ich sag mal, sehr viel verteilt bei uns der PowerPoint-Foliensatz verwendet das gleiche Layout wie zum Beispiel der Internetauftritt, was nur mäßig eigentlich funktioniert. 2005 hat man dann auch begonnen, die Anforderungsanalyse zu machen, um eine Entscheidung für ein System zu fällen. Das ist 2006 dann auch gefallen, und zwar Plone als das CMS, was man einsetzen wollte, und warum ausgerechnet Plone? Plone hatte die beste Abdeckung mit der Anforderungsanalyse. Also ich weiß, es waren noch zwei weitere Systeme in Betracht, die damals in der engeren Auswahl eigentlich standen. Einmal ein Typo 3 und einmal ein kommerzielles System. Und man hat sich recht schnell dafür entschieden, auf ein Open-Source-System zu gehen und dort mitzufahren, weil man es halt einfach nicht kommerziell einkaufen wollte. Argumente, die auch damals für Plone gesprochen haben, waren die einfache Bedienung, die wir auch heute eigentlich noch, egal wo wir das System vorstellen, gesagt bekommen, das ist ja echt einfach zu bedienen und die Formulare sind eigentlich so, wie ich es erwarten würde von einem CMS und auch Fehler oder Rückmeldungen sind relativ eindeutig. Was gerade für uns innerhalb der Universität sehr wichtig war, ist das klare Rechte- und Rollenkonzept, habe ich es mal hier genannt. Wir haben halt so eine spezielle Anforderung, wir haben halt nicht eine zentrale Redaktion, wie das vielleicht in großen Unternehmen der Fall ist, die Webseite pflegen, sondern wir haben eigentlich in jedem Fachbereich, in jedem Institut, jeder Arbeitsgruppe Redakteure sitzen, die selbst mit dem System arbeiten können. Im schlimmsten Falle die 1000 Mitarbeiter plus X, sage ich jetzt einfach mal, weil ja auch studentische Hilfskräfte bei uns eine Rolle im System zugewiesen bekommen. Das Ganze ist dann mit einer Dienstvereinbarung noch gekoppelt, welche Mitarbeiter was überhaupt machen können. Fürplone hat aus damaliger Sicht auch noch gesprochen, die Skalierbarkeit und die Erweiterbarkeit. 2006 wurde dann auch ein Farbschema entwickelt. Wenn Sie noch den Screenshot von meinem Anfang so ein bisschen im Kopf haben, wir haben halt so ein blaues C, das ist überall fest, um so die Web-Identity zu schaffen. Und der hellblaue Streifen an der Seite, der kann pro Fachbereich, pro Einheit innerhalb der Universität eigentlich dann individuell von der Farbgestaltung gewählt werden, um da so ein kleines Schema zu machen.
Wir haben aber auch im Jahr 2006 ein eigenes Produkt entwickelt. Ich habe das Modell mal mitgebracht, um standardisiert Daten abzulegen. Das Wichtigste ist eigentlich unser Personenobjekt, wo wir standardisiert die Daten von den Personen erfassen. Innerhalb der Hochschule kann eine Person verschiedene Funktionen erfüllen, also auf der einen Seite der wissenschaftliche Mitarbeiter, aber auch der Datenschutzbeauftragte oder der Leiter von irgendeinem Projekt. Und diese ganze Personenfunktion gehört dann wiederum in eine organisatorische Einheit. Das kann dann die Arbeitsgruppe sein, wo er wissenschaftlicher Mitarbeiter ist, oder das Projekt, wo er halt der Projektleiter ist, oder in der Universität der Datenschutzbeauftragte. Wir haben noch zwei weitere Dinge gemacht. Einmal unsere Unipage, eine ganz normale Plone-Seite, Standardseite, die wir erweitert haben, um Filtermöglichkeiten zu schaffen, also eine automatische Textersetzung. Zum Beispiel von unseren Personen können wir sowas schreiben wie $ Person, dann der Kurzname von dem Objekt und dann Visitenkarte und kriegen eine standardisierte Visitenkarte einfach in der Seite generiert. Oder unser Unifolder, eigentlich eine Ableitung von dem normalen Folder-Objekt in Plone, dass wir halt einen Betreuer des Ordners zuweisen können. Also das Kontaktformular, was es halt standardmäßig in Plone gibt, wäre immer beim zentralen Support angekommen und das wollten wir nicht, sondern wir wollten halt, dass die Informationen möglichst schnell dort auch abgefragt werden können, wo sie halt eben anfallen. Und derjenige, der das Kontaktformular abschickt, soll halt auch direkt mit den Leuten in Kontakt treten, die in der Arbeitsgruppe oder in der Einheit halt eben tätig sind. Und deswegen können wir bei einem Ordner einen Betreuer hinterlegen, wenn ein Personenobjekt halt eben existiert. Ein ganz wichtiger Meilenstein für die Universität. Im Dezember 2007 ist relativ schnell und kurzfristig das ganze System dann online gegangen mit einer sehr initialen Struktur der zentralen Webseiten, die es heute so eigentlich nicht mehr gibt. Man hat danach viel umgebaut, viele Schritte vereinfacht und viele Dinge auch einfach geändert. Wir sind mit ich nenne mal einen Prototypen pro Campus online gegangen, also jeweils ein Institut in Koblenz und ein Institut in Landau ist online gegangen, um einfach auch den Instituten oder den Mitarbeitern vor Ort zu zeigen, dass das System für sie funktionieren kann. Die Basis damals war Plone 2.5.3 mit einigen Zusatzprodukten, die wir eingesetzt haben, zum Beispiel Lingua Plone für die Übersetzung, Plone FormGen für die Generierung von Formularen, bis hin eigentlich zu Plone LDAP, um die Authentifizierung am Anmeldeserver der Universität zu schaffen. 2008, 2009, habe ich jetzt mal genannt, war dann so ein bisschen der Probebetrieb. Bewährt sich das ganze System? Wie geht's weiter? Ein sehr einschneidender Punkt im Jahr 2008 war dann natürlich der Wechsel des CMS-Beauftragten, also mein Vorgänger, der das ganze Konzept entwickelt hat, hat halt die Universität verlassen. Er ist im April gegangen, hatte vorher noch Urlaub und im ganzen Zeitraum war das System eigentlich mehr oder weniger nur von einer studentischen Hilfskraft betreut, bis ich dann meine Stelle begonnen hatte, zuerst mal dadurch, dass ich noch in dem EU-Projekt drin war, als halbe Stelle und dann zwei Monate später dann als volle Stelle. Und so konnte ich halt dann auch, ich habe es mal genannt, verschiedene Kinderkrankheiten einfach beheben. Erstmal natürlich ein Update auf Plone 2.5.5, wo ja eigentlich schon längst die Dreier draußen war. Unsere LDAP-Anbindung ist ständig gescheitert aus dem Grund, weil wir versucht haben, einen zentralen LDAP-Server abzufragen, der dann wiederum die einzelnen Standorte abgefragt hat, was wir relativ schnell über Bord geschmissen haben und gesagt haben, wir holen das alles in Plone rein, wir machen das alles in Plone selbst, fragen die einzelnen LDAP-Server an den Standorten ab und wenn dann auf einmal der LDAP-Server in Landau nicht mehr antwortet, dann ist das für die Koblenzer und Mainzer egal, weil die können trotzdem weiter mit dem System arbeiten. Das Ganze war dann auch im Jahr 2008 noch auf nur einer einzigen physikalischen Maschine, zwar virtualisiert mit dann einer Maschine für
eine Instanz, einer Maschine für die Datenbank und natürlich ein externes File System Storage. Trotzdem ist im Jahr 2008 auch schon dann der erste Fachbereich komplett online gegangen. Im Jahr 2009 stand dann der Ausbau der Serverstruktur an, eigentlich so wie er heute noch ist. Wir haben mittlerweile auf 4 virtuellen Maschinen 22 Instanzen von Plone laufen, auf einer virtuellen Maschine unsere Datenbank, auf einer virtuellen Maschine unser Caching und natürlich auch noch unser File System Storage. Wir haben dann im Jahr 2009 auch begonnen, eigene Weiterentwicklungen zu machen, zum Beispiel das LSF-Modul. Diejenigen, die aus dem Bereich der Hochschule kommen, kennen das HIS-LSF wahrscheinlich als das Lehrveranstaltungs- oder Campus-Management-System in Universitäten. Die Universität Freiburg hatte dort ein Produkt entwickelt, was uns eine Schnittstelle erlaubt hat. Das hat bei uns grundsätzlich funktioniert, aber nicht unsere Anforderungen entsprochen, sondern wir haben halt das Freiburger Produkt genommen und haben uns angeschaut, wie komme ich denn jetzt noch an andere Daten ran, zum Beispiel an alle Daten von einem Dozenten oder wie komme ich an eine konkrete Lehrveranstaltung ran. Und wir haben es mittlerweile auch so, dass wir im Grunde genommen diese ganzen Lehrveranstaltungsübersichten im CMS generieren, aber mit den Daten, die in dem LSF verwaltet werden. Man kann also bei uns auf einer CMS-Seite die Übersicht von Lehrveranstaltungen generieren, zum Beispiel von einem Fachbereich, klickt dann auf einen Link, der wiederum in dem LSF hinterlegt ist, kommt dann aber wiederum im CMS auf konkret die eine Lehrveranstaltung, weil einfach auch zum Beispiel Folien und andere Informationen in dieser Lehrveranstaltung im CMS gepflegt werden und nicht in dem LSF. Wir haben auch noch andere Eigenentwicklungen, sage ich mal, begonnen. Unser Uni-Project zum Beispiel als Möglichkeit, standardisiert Daten von Drittmittelprojekten zu hinterlegen, was wiederum wichtig oder relevant ist für den Jahresbericht oder für Forschungsberichte. Wir haben ein kleines Fundbüro geschrieben für die Verwaltung von Fundsachen am Campus Koblenz, unser Kostenartenbuch und so gibt es noch eine Reihe von vielen weiteren kleinen Produkten. Nachdem wir, ich sag mal, 2008, 2009 eigentlich überlebt hatten und auch viele Mitarbeiterkollegen innerhalb der Universität von Plone überzeugen konnten, hat 2010 eigentlich so der Dauerbetrieb des Ganzen begonnen, der bis heute halt eben auch noch anhält. 2010 stand unter dem Gesichtspunkt von zwei großen Aufgaben, einmal die Eigenentwicklung von einer Senatsverwaltung. Ich habe es hier auch noch beschrieben, dort war maßgeblich die Archivfunktion wichtig. Wir können, auch damals konnten wir schon die Tagesordnung von einer Sitzung im System hinterlegen. Also wir hatten die ganzen Tagesordnungspunkte, die kann man verwalten. Zu den Tagesordnungspunkten kann man Vorlagen einreichen und zu den Vorlagen natürlich auch noch Anhänge. Dann findet die Sitzung statt. Danach gibt es das Protokoll, was man im CMS dann schreiben kann und auch die Beschlüsse standardisiert festhalten kann. Wir haben auch dann im Jahr 2010 eigentlich komplett die Senatssitzungen bis 1990 zurück digitalisiert und in dieses Archiv einfach mit eingepflegt. 2010 stand dann auch unter dem großen Gesichtspunkt der Migration auf Plone 3. Ich habe es mal bewusst auch hier nur Testphase genannt. Wir haben irgendwie, glaube ich, im Februar 2010 damit begonnen, wie können wir das machen, was ist wichtig, um unsere Produkte von 2.5 auf die 3 zu heben und haben eigentlich die Testphase das komplette Jahr über gebraucht, bis es dann im Januar 2011 soweit war, dass wir die Migration auf Plone 3.3.5 geschafft hatten. Was uns, ich habe es mal Stabilität genannt einfach, also ich konnte wieder ruhig schlafen, dadurch, dass wir eine saubere Basis, sage ich jetzt mal, hatten, eine stabile Basis hatten. Das hat uns aber auch neue Probleme einfach gebracht, denn wir haben auf einmal festgestellt, es arbeiten viel mehr Leute mit dem System, weil es schneller geworden ist, weil man auf einmal in der Seite editieren kann und nicht mehr die ganzen Formulare neu laden muss, was uns dann aber wiederum als neues Problem zum Beispiel auch die Performance gebracht hat. Dadurch, dass auf einmal viele angemeldet unterwegs waren,
Und dadurch unseren Caching umgangen haben, wurden halt jedes Mal die Datenbank selbst abgefragt. Wir haben 2011 auch noch unsere Senatsdokumentation weiterentwickelt, in dem Sinne, dass wir zum Beispiel die Einladung als PDF oder nachher die komplette Sitzung als PDF generieren können, die dann entweder gedruckt oder per Mail dann nochmal verschickt werden an die Senatsteilnehmer. Wir haben auch durch die standardisierte Ablage von Personen und dadurch, dass wir jetzt den Großteil der Mitarbeiter im CMS haben, auch begonnen, den Druck von Visitenkarten zum Beispiel zu erlauben. Das wird jetzt in diesem Jahr in der Testphase mit dem Rechenzentrum in Koblenz dann auch mal wirklich realisiert. Im Herbst 2011 haben wir zwei Dinge begonnen. Einmal die Migration auf Plone 4, auch hier in der Testphase. Wie kommen wir also von unserer 3.3.5 auf die 4er-Version? Und wir haben eine Testphase für eine mobile Webseite begonnen, die wir eigentlich im letzten Jahr auch schon dann online bringen wollten. Aber aus verschiedenen organisatorischen Gründen innerhalb der Hochschule ist es so ein bisschen dann in Verzug gekommen. Ich arbeite halt sehr eng mit der Online-Redaktion zusammen, also einer Mitarbeiterin. Die Stelle hat halt gewechselt, also die war 3 Monate vakant und deswegen ist halt die komplette Online-Redaktion mit bei mir auf dem Schreibtisch gelandet, wodurch ich halt dann viele Dinge übernehmen musste, die ich in meine normale Planung eigentlich nicht reingepasst haben. 2012 werden einige große Dinge passieren. Wir haben neue Hardware angeschafft. Wir werden also unsere ganz alten, nenne ich sie jetzt mal, Maschinen austauschen. Also zwei Maschinen, die wir schon aus dem Jahr 2005 sind, werden wir durch neue, schnellere Hardware einfach ersetzen, um dadurch so ein bisschen die Performance-Schwierigkeiten, die wir noch haben, auszubügeln. Wir planen auch einen Relaunch, das ist jetzt relativ neu, unseres Webauftritts vom Layout her. Wir haben halt in den letzten Jahren immer wieder gehört, das ist so ein bisschen in die Jahre gekommen, nicht mehr wirklich modern, oben der blaue große Balken, der erschlägt, der Schatten engt das Ganze so ein. Wir müssten doch mal was Neues machen und mit dem Relaunch des Layouts werden wir wahrscheinlich auch direkt auf ein Plone 4 wechseln. Beziehungsweise umgedreht, wir werden unseren Plone 3 Skin nicht mehr auf Plone 4 machen, sondern dann mit dem neuen Layout einfach schon arbeiten. Gerade in Arbeit oder in Entstehung ist auch ein Portal fürs Studierendenmarketing, was auch auf Plone-Basis dann kommen wird. Die besonderen Funktionen sind halt auch eher organisatorischer Sicht zu sehen, dass wir halt zum Beispiel mal einen Live-Chat mit dem Studienberatung oder mit Fachstudienberatern einfach ermöglichen wollen. Wir haben vor, eine Anbindung an die Forschungsdatenbank Rheinland-Pfalz. Das wird unser Uni-Project-Produkt so ein bisschen ersetzen, weil in der Forschungsdatenbank Rheinland-Pfalz müssen oder sollten halt alle Forschungsprojekte in Rheinland-Pfalz eingetragen sein. Und wir verfolgen so ein bisschen die Strategie, wenn die dort eingetragen werden müssen, dann kann ich von den Mitarbeitern innerhalb unserer Universität nicht verlangen, dass die es nochmal bei uns die Sachen auch hinterlegen, sondern dass wir eine Schnittstelle einfach schaffen. Gerade aktuell gestern, Urheberrecht bei Bildern, bin ich drauf angesprochen worden. In der Universität, klar, eigentlich auf jeder Webseite immer ein großes Thema. Wie gehe ich halt mit Bilddaten um? Auch hier entsteht gerade ein kleines Produkt aus einem Projektpraktikum, was uns so ein bisschen ermöglicht, Bilder zu taggen, zu klassifizieren. Open Digital Rights Language ist da so das Stichwort. Ich kann also einem Bild sagen, wie es verwendet werden muss. Das Ganze natürlich dann wiederum im Kontext A beim Bild hochladen, aber auch B beim Bild einfügen in eine Seite. ODL geht halt so weit auch, dass ich bestimmte Textpassagen in einer Seite dann zum Beispiel irgendwie klassifizieren kann bis hin zu der ganzen Seite, die dann unter irgendwelchen Lizenzinformationen steht. Und da wird es halt demnächst dann das Ganze auch in Rollout geben.
Zu unserer Infrastruktur ganz kurz noch. Klar, wir haben Entwicklungsumgebung, Versionskontrolle, Debugger, Ticketing. Wir haben Test- und Staging-Server, auf dem wir unsere ganzen Sachen dann auch einfach testen, bevor im Rollout. Wir haben unser Produktivsystem und wir haben natürlich noch Schulungssysteme für unsere Redakteure. Wie baut sich das Ganze bei uns auf? Ich habe es mal versucht, so ein bisschen schematisch darzustellen. Wir haben halt den Apache, wir haben danach einen nachgelagerten Caching, HA-Proxy. Die zwei unteren Kästen hier sind halt unsere, ich sage jetzt mal, lesenden Instanzen. Also wenn man sich anmeldet bei uns im System, landet man nicht auf den 10, sondern auf einem von den 12, kann dann halt eben arbeiten. Insgesamt halt eben der Zugriff auf die Datenbank, unser File-System-Storage als aktuelle Schnittstellen. CLIPS, unser Koblenz-Landau-Informationsportal für Studierende, halt das LSF einfach, und die verschiedenen Fachbereiche haben noch eine Literaturdatenbank im Einsatz, die ich halt auch mit so einer Makrosyntax einfach dann durch die Textersetzung abfragen kann. Zahlen, Daten, Fakten von Plone. Ich habe mal aus dem Januar ein paar Zahlen, halt 164.000 unterschiedliche Besucher auf unserer Seite, insgesamt knapp 300.000 Besucher. Das schwankt natürlich so ein bisschen. Also wir haben am Wochenende, also samstags, eigentlich immer so die niedrigste Zahl, so zwischen 4.000 und 5.000 Besucher, bis hin unter der Woche auch mal 15.000 oder zu Semesterbeginn natürlich dann auch mal wesentlich mehr. Das Ganze waren dann etwas mehr als 2 Millionen Seitenaufrufe, die insgesamt einen Traffic von 314 Gigabyte erzeugt haben. Wir haben, ja, aktueller Stand von vorgestern, 8,4 Gigabyte DataFS, also unsere Datenbank, relativ klein, passt auch in den kompletten Hauptspeicher von der virtuellen Maschine rein, wo die Datenbank drauf läuft, dadurch wenig Schreibzugriffe. Unsere Daten im File System Storage 29 Gigabyte. Das sind halt so die Werte, mit denen wir handeln. Ich habe es mal genannt, noch mehr Plone. Ich habe halt jetzt sehr viel über den zentralen Internetauftritt der Universität erzählt. Mittlerweile hat sich so eine kleine Gemeinschaft innerhalb unserer Universität gebildet, dass man halt auch für Forschungsprojekte einfach, die eine Webseite brauchen, auf den Plone zurückgreift. Das sind eigentlich eher kleinere Installationen, die auch hauptsächlich dann Standardfunktionalitäten nur haben in unterschiedlichen Plone-Versionen. Hier einfach mal ein kurzer Überblick über Projekte und aber auch eine allgemeine Webseite, zum Beispiel von einer Konferenz auf Plone-Basis. Zusammenfassend würde ich also schon sagen, auch so rückblickend eigentlich, Plone innerhalb unserer Universität ist eine Erfolgsstory. Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir mit Plone machen können, was wir auch damit realisiert haben in den letzten Jahren, und werden auch in Zukunft weiterhin auf Plone setzen. Und auch dadurch, dass wir mehr oder weniger die komplette Universität unter dieses eine Dach gebracht haben, was so am Anfang keiner gedacht hätte, ist es auf jeden Fall ein Erfolg geworden. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Fragen sind, gerne. Vielen Dank an Christian. Gibt es Fragen? Diese Personenerweiterung, die Sie am Anfang, die du am Anfang erwähnt hast, ich nehme an, das ist noch im Einsatz, das Personenobjekt. Wird das denn jetzt nur im CMS verwendet oder hat das irgendeine Schnittstelle im Administrationssystem? Oder so? Nein, also wir haben ganz am Anfang überlegt, ob wir zum Beispiel verschiedene Personendaten zum Beispiel auch aus dem LDAP abgreifen können ins CMS rein. Dadurch, ich habe es in einem Halbsatz eben erwähnt, dadurch, dass wir aber keinen zentralen LDAP-Server der Universität haben, funktioniert das bei uns nicht. Also vom Konzept her war das damals angedacht, zum Beispiel die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse aus dem LDAP zu holen. Die Daten sind aber im Landauer LDAP zum Beispiel gar nicht hinterlegt. Und deswegen funktioniert das für uns nicht.
Und mittlerweile hat sich gezeigt, dass eigentlich so die Kernbasis, auch das Telefonbuch oder so, das ist aus dem, wird aus dem CMS generiert und aus keinem anderen System mehr, weil dort sehr aktuell die Daten drinstehen, weil ja auch jeder Mitarbeiter selbst im Grunde genommen seine Daten pflegen kann. Und das ist so das zentrale System, natürlich neben den Verwaltungssystemen, wo Mitarbeiter gepflegt werden. Also das ist noch sehr getrennt bei uns. Storage, wenn ihr schon abgedatet habt auf Plone 3? Ich sage einfach mal, es ist historisch gewachsen. Ne? Also wir haben jetzt bei der Migration von Plone 4 natürlich die Herausforderung, dass wir mit dem File System Storage nicht weit kommen. Wir haben auch die als Storage-Strategie, die seit 2, die so von dem File System Storage halt nicht mehr verwendet wird. Für Plone 3 hat das halt damals für uns funktioniert. Und war auch, ich sag jetzt mal, das Einfachste zu dem damaligen Zeitpunkt, das mitzunehmen weiterhin. Für Plone 4 ist es halt gerade eine Diskussion, was tun, wo geht's hin halt eben. Ja, ich hatte den Eindruck, dass eure Migrationen auf jeweils neue Plone-Versionen relativ lange gedauert haben, obwohl ihr gar nicht so abgefahrene Sachen einsetzt in euren eigenen Produkten, die scheinen keine besonders abgefahrenen Abhängigkeiten zu haben. Was waren da die Herausforderungen? Also auf der aktuellen Migration auf Plone 4 sind es halt dann, ich sage jetzt mal vorsichtig, auf der einen Seite die Altlasten, zum Beispiel das File System Storage. Zum anderen aber auch, wir haben halt gerade aktuell letzte Woche versucht, unsere DataFS auf Plone 4 zu migrieren und scheitern momentan dort mit einem Fehler vom Plone Large Folder. Warum, ne, weiß ich jetzt nicht, warum es da knallt, ist auch sehr, ja, also die Fehlermeldung sagt einfach, dass er das, den Typ nicht migrieren kann. Wir haben das mit einer einfacheren Plone-Seite probiert, die läuft problemlos durch. Ansonsten, klar, unsere eigenen Produkte sind dadurch das Problem, ich bin alleine im Grunde genommen. Ich habe noch eine studentische Hilfskraft mit 6 Stunden, die halt sehr viel Programmierung mir zunimmt. Der User-Support, wenn es jetzt nicht technische Fragen sind, wird von der Online-Redaktion gemacht. Aber ansonsten bin ich eigentlich in dem ganzen Web-Bereich, sei es jetzt unser CMS oder sei es eine Bilddatenbank, die von mir mit betreut wird, halt eben alleine. Und dadurch dauern halt verschiedene Dinge auch dann mal länger, weil man ja auch sehr ausführlich die ganzen Sachen testen muss und dokumentieren muss und so Sachen halt einfach. Gibt es weitere Fragen? Eure Erweiterung für, also womit ihr halt externe Systeme anbindet, dieses LFS und so, ja. Habt ihr die weiterentwickelt, also über die Plone-Version hinweg? Ja, habt ihr. Ja, haben wir. Und ihr plant ja auch zu Plone 4 zu migrieren? Ja, haben wir auch schon. Also unsere Eigenentwicklung und alle Produkte, die wir für Plone 4 verwenden wollen, die haben wir auch schon auf Plone 4 Basis eigentlich fertig stehen. Unser aktuelles Problem bei der Migration ist halt jetzt wirklich momentan die Datenbank, dass wir da nicht weiterkommen. Aber wenn wir jetzt sagen würden, wir müssten ein Plone 4 für die Universität komplett neu aufsetzen, dann könnte ich morgen online gehen. Allerdings habe ich dann meine Inhalte nicht mit. LSF wird ja in vielen Unis eingesetzt. Würdet ihr die Plugins freigeben? Ja. Gut, okay. Also ganz einfach aus dem Grund, wir haben ja auch selbst das initiale LSF zum Beispiel von den Freiburgern
genommen oder bekommen. Und alle unsere Produkte können, wenn sie wollen, von anderen Hochschulen oder auch von anderen Personen einfach auch eingesetzt werden. Also da gibt es jetzt nicht, dass wir sagen, das ist nur für uns gemacht. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann nochmal vielen Dank an Christian.